Und damit herzlich willkommen zur zweiten Episode Five Nights at Freddy's. Und wir sind in der dritten Nacht angekommen. Und das heißt erstmal Wind Up Music Box. Das hat sich in irgendeiner Weise gereimt. So, und das machen wir direkt, damit wir auch in guter Laune sind. Oh Gott, das hört sich nicht gut an. Es geht schon los, Leute. Es geht sowas von los. Darf ich mit meinem kleinen Finger hier ein bisschen spammen? Da wackelt mein Mikrobein, ne? Ja, weil der ganze Tisch wackelt. Aber ich glaube, jetzt kommen Chica und Bunny noch dazu. Also die extremen Versionen, sage ich jetzt mal. Weil es gibt noch eine extreme Version von Chica, weil die sehen halt richtig zerfetzt aus. Ist hier irgendwo? Hier, das ist die extreme Version von Bunny. Da ist die extreme Version von Chica. Und die halt machen halt auch Jagd auf einen. Das ist zwar nicht so schön, aber kann ich das auch nicht ändern. Die pissen halt extrem mit der Zeit dann an. Weil die sind, die dafür sorgen, dass man später keine Zeit mehr hat für die Musicbox. Und das wird halt ein ultimatives Problem, würde ich sagen, ne? Okay. Okay, ich darf keine Energie mehr verschwenden. Ich verschwende so viel Energie. Ich muss theoretisch gesehen pro Stunde nur einen Energiebalken verschwenden. Also ich darf maximal. Oh, Bunny kommt. Hi, nix hier, hi. Tschüss. Oh. Don't fuck with me. Okay, das ist schon mal gut. Ich höre ein Lachen. Lachende Kinder mag ich nicht. Müssen alle ruhig sein. Es ist schon spät, Leute. Bei euch kommen die Parts eh um 15 Uhr. Schaut ihr am Abend, Leute. Hello? Hello? Do you speak English? No? No? Hablas Español? Das war schnell genug. Das war definitiv schnell genug. Sonst werde ich jetzt die schönen Blumen aus meiner Seele schreien. Oh, Balloon Boy. Geh mir nicht auf den Nein. Ich will möglichst keine vulgären Wörter sagen, deswegen lasse ich das einfach mal sein am besten. So, jetzt kommt vermutlich als nächstes hier Chiki Chica. Ja, da ist sie schon. So, da geht alles klar. Das ist schon mal schön. Oh, das war ziemlich dumm. Egal. Ich hoffe einfach mal, dass... Ja, das hat noch genügt. Oh, da kommt Fifi Foxy wieder. What is the Fox say? Ah! Oh. Oh. Das muss man halt später alles herausfinden. Muss man eigentlich herausfinden, aber ich weiß es halt einfach. Weil ich schon das Game ziemlich analysiert habe. Deswegen ist das ein ziemlicher Vorteil. Sonst würden wir, glaube ich, viel länger brauchen. Bunny brauchen wir nicht zurückschicken. Der geht sowieso woanders lang. Die geht nicht den vorderen Weg. Der nimmt immer den Seiteneingang. Okay, Bunny ist okay. Ist es okay so? Ist hier eigentlich irgendwas? Nö. Okay. Chillig. So. Hallo, Fifi Foxy. Uiuiuiui, Eiski Peiski. Sag nicht in dem Moment Hello. War das schnell genug? War das schnell genug?
Es war schnell genug. Jesus, ey. Jesus. Merkt schon. Oh nein, Balloon Boy. Hören. Jetzt. Aber man hört die dann gehen. Merkt schon, hier kommen Sachen nach dem anderen. Später wird das nur noch sein, dass wir hier damit beschäftigt sind, das Ganze genügend zu machen. So. Jesus! Was ist hier los? Das wollte ich nicht, das wollte ich. Hallo Bunny! Zumindest was das nur von übrig geblieben ist. So, wir haben schon 5 Uhr. Das ist, sieht gut aus. Oh, get ready for Freddy! Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht verdammt gut aus. Da ist immer noch Freddy am Stehen. Freddy sieht ziemlich fresh aus. Alter, der schaut schon so nach dem Motto. I'm gonna rape you so hard. You will still feel the pain after 10 years. Yeah. Okay. Na Leute, ja, das ist ja aber schon eine ziemlich krasse Situation, würde ich sagen. Schon wieder sowas. Okay. Was ab, Chica? Golden Freddy oder ist es normaler Freddy? Hallo Bunny. It's me, stand oben links. Was ist hier los? Ja, könnt ihr mal irgendwelche Game-Theorien in die Kommentare schreiben? Ich muss auf jeden Fall erstmal meinen Stuhl wieder ein wenig hinrichten und mich ein wenig entspannen, weil man bei diesem Spiel verdammt nochmal sich entspannen muss, weil sonst ist man richtig kaputt. So. Auf hier geht's, würde ich sagen. Weiter geht's. Ich würde sogar spontan sagen, ich mache die Kamera ein wenig nach unten, damit ich mal im Zentrum des Bildes bin. Weil sonst, wenn ich einmal Signal interrupted, warum? Warum ist das Signal interrupted? Ah, wegen dem Vieh. Ich hasse dieses Vieh. Das hat irgend so ein Radio bei sich. Es ist weg. Nightfall. Alter, wir machen den Speedrun hier. Five Nights at Freddy's Speedrun. Without dying. So. Okay, los geht's. Da, ich konzentriere mich gerade ein bisschen, deswegen rede ich eventuell nicht so viel, weil ich halt diesen Ablauf habe. So. Okay, alles klar, haben wir auch schon. Also schon mal gut. Okay, nice. Okay, ich habe Linksschritte gehört. Im Lüftungsschacht. Das könnte heißen, dass wir uns jetzt darauf vorbereiten müssen, dass hier auf einmal irgendwas vor uns aufbloppt. Ich hoffe einfach mal nicht. Ich höre aber auf jeden Fall den Balloon Boy und dieses komische Radiovieh. Moment mal. Oh, es ist hier drin. Es ist weg. Da kommt Bunny. Bunny will Spaß haben. Okay. Okay,
Okay. Immer noch nicht. Das ist natürlich sehr ungünstig. Oh, fuck. Wie halte ich das wieder oben auf? Wie halte ich es auf? Es schaut mich so komisch an, ne? Ich schaue mich vor allem die ganze Zeit so komisch an. Weg ist es, sagt nicht hier drin. Oder es kommt wieder außen rum. Oder es hängt jetzt hier gleich an der Decke. So, die sind jetzt auf jeden Fall bereit. Chica und Bunny, die lassen gleich die Bombe platzen. Für alle, die es kennen. Okay. Ich habe übrigens, es gibt zum Beispiel bei Markiplier, wie der auch ausgesprochen wird. Let's Eat, aber nicht mich. Der macht den Mouse Cruiser, oder wie das heißt, lässt er aus, also lässt den in Fraps aus, weil das wohl irgendwie stört, wobei ich sage, man soll auch sehen, wo ich hindrücke und was ich halt für ultra krasse Reflexe habe. Okay, da ist auf jeden Fall nichts. Hier ist auch nichts. Bunny. Was ist los, Bunny? Was schaust du mich denn so an? Ich habe dir nichts getan. Stimmt, wir haben den Figuren gar nichts getan. Was wollen die eigentlich von uns? Oh, Freddy looks... Foxy looks like you wanna rape me more. We don't get to... Hallo, Foxy. Scheiße. Ich war abgelenkt. Ah, fuck. Ah, scheiße. Au. Ah, fuck. Meine Mathe-Notizen sind am Arsch. So. Zum Glück habe ich für den Fall immer, dass mir zu ertrinken ausgibt, genug Stuff dabei. Alter. Mann. Gut. Ich mache die Sauberei fertig. Dann war's das mit dieser Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und sage tschüss. Bis dann und man sieht sich.